Im japanischen Karuizawa sind die Außenministerinnen und Minister der G7-Staaten zu Beratungen zusammengekommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und Chinas Verhalten angesichts des Konflikts, das vom Westen als zu russlandfreundlich kritisiert wird. Ein weiteres Thema beim Außenministertreffen führender Industriestaaten ist der Umweltschutz. Schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Kiew nennt es einen großen Ostergefangenenaustausch. Rund um das orthodoxe Osterfest an diesem Wochenende sind insgesamt 130 russische gegen 130 ukrainische Kriegsgefangene freigekommen. Von den heimkehrenden Ukrainern hat das Präsidentenbüro Bilder geteilt mit der ukrainischen Flagge. Für sie bringt das Osterfest also Gutes, für so viele andere im Land nicht. Die russischen Angriffe gehen auch an diesen Feiertagen weiter. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert jetzt mit Blick auf den NATO-Gipfel in Litauen wirksame Sicherheitsgarantien für sein Land. Ostergeschenke für ukrainische Soldaten. Sie kommen von der Familie zu Hause und Bewohnern der umliegenden Dörfer. Doch das Osterpicknick findet in der Nähe von Schützengräben und Bunkern statt. Ich werde auf jeden Fall Osterbrot haben. Meine Familie hat es mir geschickt. Außerdem werden uns freiwillige Würstchen und bemalte Ostereier bringen. Doch die friedlichen Bilder täuschen. Wie hier in Bachmut wird weiter bombardiert und gekämpft. Ein tödliches Zähesringen um nur wenige Kilometer Geländegewinn. Die heftigen Gefechte in Bachmut wurden fortgesetzt. Wagner-Sturmtruppen rückten erfolgreich vor und eroberten zwei Gebiete am nördlichen und südlichen Stadtrand. Trotz der nicht überprüfbaren russischen Erfolgsmeldungen, der Frontverlauf hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Kämpfe vor allem im Südosten der Ukraine, rund um die Städte Liman, Sloviansk, Mariinka und Bachmut. Der ukrainische Präsident fordert Sicherheitsgarantien der NATO. Es ist offensichtlich, dass der Platz der Ukraine in der NATO ist ihr rechtmäßiger Platz. Wirksame Sicherheitsgarantien braucht es schon vor ihrem Beitritt zum Bündnis. Angesichts der befürchteten ukrainischen Frühjahrsoffensive versucht die russische Regierung auch mit großen Versprechungen Freiwillige auf der Krim zu werben. Einmalige Zahlung von jeweils 200.000 Rubel vom russischen Präsidenten und der von Russland unterstützten Krim-Regierung macht umgerechnet über 4.300 Euro. Und niemand wird sie in die Sondereinsatzzone schicken, wenn sie kommen und einen Vertrag unterschreiben. Die Frühjahrsoffensive der Ukraine hat allerdings noch gar nicht begonnen. Für die Menschen in der Ukraine ist es schon das zweite Osterfest in diesem Krieg. An vielen Orten im Land ist Feiern also kaum möglich. Doch an anderen lassen sich die Gläubigen die Osterfeierlichkeiten nicht nehmen. Eine Einschätzung vor Ort von unserem Reporter Max Hermes aus Kiew. Ein unbeschwertes Osterfest ist es für die Ukraine nur zum Teil. In der Region Mykolajew sind in der Nacht zwei Teenager bei russischem Raketenbeschuss getötet worden. Das ist die traurige Nachricht zu Ostern. Die bessere Nachricht hier, beispielsweise in Kiew und auch in anderen Landesteilen, ist wieder mehr zu Ostern möglich. Die Menschen sind hier heute Morgen in die Kirche geströmt. Sie haben ihre Essenskörbe mitgebracht, um die Speisen segnen zu lassen, die es am Nachmittag dann mit der Familie zusammen gibt. Das große Ostermahl gewissermaßen. Und mit vielen, mit denen ich hier gesprochen habe, die haben mir gesagt, ja, den Krieg gibt es natürlich und wir haben das immer im Hinterkopf, aber wir brauchen auch so etwas wie einen freien Gedanken zwischendurch. Also, dass die Stimmen und die Menschen, die ja wirklich in großen Scharen ausgeströmt sind. Das Ganze hat schon gestern Abend begonnen. Es gab Abendgottesdienste, die finden normalerweise spät in der Nacht statt. Hier gibt es um 12 Uhr eine Ausgangssperre um Mitternacht, deshalb sind sie etwas vorverlegt worden, aber da hat es schon gestartet und dann heute seit dem frühen Morgen die Menschen, die hier in die Kirche gehen und versuchen, trotz des Krieges so etwas wie eine Osternormalität mit ihrer Familie zu haben. Und hier bei mir im Studio begrüße ich jetzt General AD Roland Carter. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Hallo, willkommen. Guten Morgen, Frau Mosel. Herr Carter, Mitte Juli erst findet in Litauen das NATO-Treffen statt, aber schon jetzt gibt es Forderungen aus der Ukraine, Sicherheitsgarantien, wie er das sagt, Volodymyr Zelensky, vor ihrem Beitritt, also vor dem ukrainischen Beitritt. Da stecken zwei Punkte drin. Fangen wir mal mit den Sicherheitsgarantien an. Wie können die aussehen? Was kann die NATO da noch mehr tun, als sie bislang tut? Also im Augenblick geht es ja darum, die nun lang angekündigte Offensive zu unterstützen. Mit allem, was der Westen dazu an Waffen und anderer Unterstützung finanzieller, humanitärer Art bereitstellen kann.
Ich würde diese Phase zurzeit nennen die große Erwartung. Alle warten auf diese Offensive. Ich hoffe wirklich, dass sie den Erfolg zeitigt. Als guter Soldat bin ich da ein wenig skeptisch oder ich will sagen realistisch. Und wenn diese Offensive erfolgt ist und wenn sie Erfolg hatte, dann meine ich, müsste man den diplomatischen Weg einschlagen können. Und Sicherheitsgarantien sind nach meiner Auffassung nur im Zusammenhang auch mit militärischen Erfolgen möglich. Also es muss dann zu Verhandlungen kommen, in welcher Form auch immer. Und wenn diese Verhandlungen geführt werden, dann kann man im Zuge dieser Verhandlungen auch über Sicherheitsgarantien reden. Mir erscheinen diese Forderungen, die ich aus Selenskys Sicht durchaus verstehen kann, reichlich verfrüht. Sie sagen auch gerade, Sie sind skeptisch, dass es überhaupt so weit kommt. Was macht Sie skeptisch? Was spricht dagegen? Skeptisch macht mich zum einen die breite Front. Wir reden hier insgesamt von 1600 Kilometern. Wir reden alleine im Donbass von einer Front, die ist 300 bis 500 Kilometer, je nachdem, von wo, bis wo man sie rechnet. Wenn ich dem gegenüber sehe, was die Ukraine an Waffen hat, auch das, was wir an Waffen zur Verfügung gestellt haben, dann ist eine Offensive auf dieser Breite schlichtweg unmöglich. Das heißt, die Ukraine wird sich entscheiden müssen, und das wird sie auch tun, in einem schmalen Streifen, praktisch sichelförmig, anzugreifen. Und ich gehe davon aus, dass das in Richtung Melitopol im Süden sein wird, mit dem Ziel, die Landverbindung zwischen dem Donbass und der Krim zu kappen, damit die russischen Streitkräfte zu trennen und damit in der Perspektive möglicherweise eine Ausgangslage zu haben, auch die Krim zurückzuerobern. Auch da bin ich sehr skeptisch. Andererseits, die Zeit, die die Ukraine jetzt zur Vorbereitung braucht oder gebraucht hat, einschließlich der Wetterprognose, sagen mir auch die Russen, werden sich darauf vorbereitet haben, und zwar ganz intensiv. Wie geschickt sie das getan haben, das wird sich zeigen. Aber ich rechne mit einer außerordentlich blutrünstigen Angelegenheit, wenn diese Offensive losgeht. Es wird sehr, sehr viele Verwundete und Gefallene geben. Und die Frage ist, ist die Ukraine in der Lage, ihr selbst gestecktes Ziel zu erreichen? Und da stelle ich eine Schlüsselfrage. Das ist ja nicht nur das westliche Gerät, sondern es ist ja auch, stehen die Logistikketten und haben wir ausreichend Munition? Und da muss ich mal ein ganz dickes Fragezeichen machen. Und insofern, ich bin skeptisch, aber da ich nun mal Optimist bin, lassen wir es auf uns zukommen. Aber trotzdem, man merkt, die Kämpfe, die sind in vollem Gange. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht, damit auch kein NATO-Beitritt natürlich für die Ukraine. Was immer wieder eine Rolle spielt, und das auch jetzt ganz aktuell bei dem G7-Außenministerinnen- und Ministertreffen in Japan, ist die Rolle Chinas. Das ist eines der wichtigsten Themen bei diesen Beratungen, welche Rolle China auch einnehmen kann, um Einfluss auszuüben auf Russland. Macron war ja auch gerade erst da und hatte ein bisschen im Westen verbrannte Erde hinterlassen mit, nennen wir es mal, missverständlichen Äußerungen. Muss jetzt das erste Ziel dieses G7-Treffens sein, erst einmal ein Signal der Geschlossenheit in Richtung China zu senden? Ganz sicherlich. Wenn man sich China anschaut, wenn man sich die Potenziale anschaut, wenn man sich aber auch die Bedeutung Chinas anschaut, dann ist China vom Prinzip her, oder ich muss vielleicht einschränkend sagen, wäre China vom Prinzip her der ideale Partner, um in diesem Kriege zu vermitteln. Andererseits haben chinesische Äußerungen, haben chinesische Verhaltensweisen in den letzten Wochen eher nahegelegt, dass man doch nicht so neutral ist oder unvoreingenommen der Sache gegenübersteht, wie wir es gerne hätten, sondern dass man sich doch auch eher an die Seite von Russland stellt. Nicht zuletzt jetzt der viertägige Besuch des chinesischen Verteidigungsministers, nicht des Außenministers, des Verteidigungsministers in Moskau, lässt mich aufhorchen. Und ich frage mich, was will ein chinesischer Verteidigungsminister 4 Tage lang in Moskau? Ich könnte mir vorstellen, dass es da nicht nur um die Vorbereitung von Friedensgesprächen geht, sondern ganz im Gegenteil. Auch wenn China ja mehrfach nachdrücklich bekundet hat, dass sie keine Waffen liefern, so habe ich den Eindruck, und Quellen sagen es ja auch, möglicherweise geht es nicht um Waffen, aber es geht um Waffenteile, es geht um Ersatzteile, es geht um Elemente, um Systemelemente. Denn eins ist doch klar, die Sanktionen haben natürlich des Westens in Russland gegriffen. Und Russland fehlen
gerade diese Dinge, Russland fehlen Rohstoffe, Russland fehlen Ersatzteile, um überhaupt weiteren Waffen aufzurüsten, also um ihre Rüstungsindustrie vorwärts zu treiben. Und das ist dringend erforderlich. Also wäre das so eine Möglichkeit. Ich will nicht weiter spekulieren, aber es ist schon auffallend, dass der chinesische Verteidigungsminister nun dafür 4 Tage nach Moskau fährt. Und ich bin sehr eng dran, um zu beobachten, warum eigentlich. Welche Gründe hätte China überhaupt jetzt auf Russland einzulenken? Wenn wir auf die letzten Wochen schauen, wo sich so viel getan hat. Frau Baerbock war dort, Macron war dort. Der Taiwan-Konflikt spielt ja eine ganz wichtige Rolle, gerade eben auch bei den Äußerungen auch von Emmanuel Macron. Und immer wieder wurden ja auch diese Parallelen gezogen und gesagt, China schaut, wie das jetzt mit der Ukraine und Russland da passiert. Welchen Grund hätte China, positiv auf Russland einzuwirken? Ich glaube im Wesentlichen aus wirtschaftlichen Gründen. Wir sind der größte Handelspartner, auch andere europäische Länder hängen auch mit China oder arbeiten sehr eng mit China auf dem Bereich der Ökonomie zusammen. Und insofern muss es auch im Interesse von China sein, dass dieser Krieg nicht unendlich ist. Dass dieser Krieg irgendwann zu einem Ende geführt wird, in welcher Form auch immer. Ich glaube, die beiden wesentlichen Gründe für China und auch für Russland ist die große Sorge, Belarus ist ein Beispiel, Hongkong ist ein Beispiel, dass es zu inneren Strömungen kommen könnte, die diese autoritären Systeme bedrohen. Ich glaube, das ist die eigentliche Begründung, warum China und Russland aus unserer Sicht enger zusammengerückt sind, als wir das gerne hätten. Militärisch gesehen bin ich davon überzeugt, wäre China heute eher denn morgen glücklicher, wenn dieser Krieg beendet wäre. Sagt Roland Carter. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und die Analyse. Bitte. Wir bleiben aber noch bei dem Thema. Wir bleiben beim Krieg in der Ukraine. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat nämlich offenbar ein Ende des Krieges in der Ukraine verlangt. Prigoschin fordert laut dem belarussischen Nachrichtenportal Nexta Präsident Putin in einer Mitteilung dazu auf, das Ende der militärischen Sonderoperation zu verkünden und allen mitzuteilen, dass Russland die geplanten Ergebnisse erzielt hat. Prigoschin weiter, wir haben eine große Anzahl von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte am Boden liegen. Putin solle sich darauf konzentrieren, die besetzten Gebiete in der Ukraine zu halten. Er hat später über seinen Pressedienst aber verkünden lassen, die Hauptaussage, die sollte sein, dass es einen ehrlichen Kampf geben müsse. Und in diesem Kampf gewinnt die ukrainische Luftwaffe zunehmend an Bedeutung. Die Forderung, moderne Kampfjets zu liefern, die werden immer lauter. Unser Reporter Max Hermes hat den Sprecher der ukrainischen Luftwaffe getroffen und mit ihm auch über das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T gesprochen, das zwar effektiv ist, doch dem die Munition so langsam ausgeht. Versteckt mitten im Wald haben die Ukrainer ihr Iris-T-System aufgestellt. Auf dem Radar der bodengestützten Luftabwehrtechnik aus deutscher Produktion sehen die Soldaten russische Raketen kommen. Wie in diesem Video aus dem Winter, das Weltfernsehen exklusiv vorliegt, schalten sie die feindlichen Geschütze in bis zu 40 Kilometer Entfernung aus. Doch die Systeme sind rar, ihre Raketen teuer und die Ukraine ein Flächenland. Immer wieder landen Putins Truppen deshalb Treffer. Im Sommer sind in diesem Gebäude 2 Raketen eingeschlagen, in einem Nachbargebäude eine weitere Rakete, 23 Menschen dabei ums Leben gekommen. An diesem Ort der Zerstörung bin ich mit Juri Ignat, dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, verabredet. Die Botschaft des 46-Jährigen an die Verbündeten: gibt uns mehr Luftabwehr. Vom 11. September 2022 bis heute haben wir 750 Raketen abgefangen und noch einmal 750 Kamikaze-Drohnen. Macht insgesamt 1500 abgeschossene Ziele und natürlich haben wir dafür mehr als 1500 Luftabwehrraketen verbraucht. Dazu kommt, unser Land ist eins der größten in Europa. Um es von allen Seiten zu verteidigen, brauchen wir mehr Luftabwehrgeschosse von unseren Partnern. Auch beim Thema Kampfjets: Dankbarkeit gegenüber den westlichen Alliierten, ja, aber für die erwartete ukrainische Gegenoffensive reiche das Gelieferte noch lange nicht. Dafür müssen wir erst einmal die Lufthoheit in den besetzten Gebieten gewinnen. Im ersten Schritt brauchen wir dafür Langstreckenraketen. Als nächstes hoffen wir auf moderne F-16 Kampfjets, die 180 Kilometer weit schießen können. Dann müssen wir die Versorgungslinien des Feindes zerstören, sodass ihm Munition und Ausrüstung ausgehen. Doch von fortschrittlichen Kampfflugzeugen sind sie bei der ukrainischen Luftwaffe weit entfernt.
Das erklärt mir Oberst Volodymyr Lohatschow, der früher selbst als Pilot bewaffnete Jets geflogen ist. Die russischen S-35 Kampfjets können unsere Flieger aus einer Entfernung von 250 Kilometern sehen. Die alten Jets, die wir aktuell einsetzen, können den Feind nur in 60 Kilometer Entfernung ausmachen. Im Klartext, die Russen sehen uns, können uns angreifen und wir haben nicht die geringste Ahnung davon. Bis sie selbst stark genug in der Luft sind, müssen sich die Ukrainer auf die Abwehr feindlicher Geschosse vom Himmel beschränken. Auszeichnung für Soldaten, die mit ihrem IRIS-T-Dienst Leben retten. Und hoffen, dass sie das in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr müssen. Den zweiten Tag in Folge ist es in Khartoum, der Hauptstadt des Sudans, zu schweren Kämpfen gekommen. Zwischen der sudanesischen Armee auf der einen und der paramilitärischen Gruppe RSF auf der anderen Seite. Mindestens 56 Zivilisten wurden dabei getötet, mehr als 600 verletzt. Das Auswärtige Amt spricht von einer unübersichtlichen Lage, ruft dazu auf, an einem sicheren Ort zu bleiben. Mehrere Fluggesellschaften haben die Verbindungen in das Land gestoppt. Rauchwolken steigen über Sudans Hauptstadt Khartoum auf. Es ist ein erbitterter Machtkampf zwischen Regierungstruppen und Paramilitärs. Die Luftwaffe der sudanesischen Armee fliegt Angriffe, bombardiert Ziele der paramilitärischen RSF-Miliz. Einschläge mitten in Wohngebieten. Nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in anderen Landesteilen. Die beiden Akteure im Kampf, Sudans Machthaber General Al-Burhan und sein Vize Daglo, dem Anführer der RSF-Miliz. Zwei Generäle kämpfen darum, wer das Land beherrschen und das Volk ausplündern kann. Wir kämpfen um Essen, Trinken, Bildung, Gesundheit. All das hat man uns nie gegeben, sagt diese Einwohnerin. Mit den Gefechten eskaliert ein bereits länger andauernder Machtkampf zwischen dem Militärregime und der Miliz. Beide waren 2019 nach dem Sturz von Langzeitherrscher al-Bashir eine Allianz eingegangen. Im Zuge des geplanten Übergangs zu einer zivilen Regierung sollten die Paramilitärs in die regulären Streitkräfte eingegliedert werden. Doch statt einer Machtteilung kommt es nun zu Kämpfen. Die Lösung liegt in der Eingliederung durch die bekannten Schritte und nicht in den Konflikten. Ich denke, es ist jetzt an den nationalen politischen Kräften, die Initiative zu ergreifen, um die Krisen zwischen der Armee und der Miliz zu beruhigen. Es braucht eine nationale Armee, die die Sicherheit des Landes gewährleistet. Die Eskalation der Gewalt löst weltweit Besorgnis aus. Außenministerin Annalena Baerbock fordert auf Twitter ein Ende der Kämpfe. Die Menschen in Sudan haben in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie eine demokratische Zukunft für ihr Land wollen. Die lässt sich nicht mit Waffengewalt erreichen. Der Übergang zu einer zivilen Regierung bleibt entscheidend für die Zukunft des Landes. Wer in Khartoum zurzeit die Oberhand hat, ist unklar. Morgen will sich der UN-Sicherheitsrat mit der Krise im Sudan beschäftigen. Das Aus der Atomkraft in Deutschland ist da, nicht aber das Aus der Diskussion. Kurz vor Mitternacht sind die drei letzten am Netz befindlichen Atomkraftwerke abgeschaltet worden, haben also aufgehört, Strom zu produzieren. Atomgegner haben gefeiert, aber auch die Atombefürworter, die blieben und bleiben nicht stumm. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert sogar den Weiterbetrieb in Länderregie. Er will den Meiler Isar 2 weiterbetreiben in eigener Verantwortung des Freistaats. Schluss mit Atomstrom in Deutschland. Bis zur letzten Stunde hatten die Betreiber noch Strom durch Kernspaltung produziert. Um 23.59 Uhr geht das Atomkraftwerk Neckar-Westheim 2 dann als letztes vom Netz. Innerhalb von 15 Minuten sind die Reaktoren abgeschaltet. Doch das Thema Atomkraft wird Deutschland noch Jahrzehnte beschäftigen. Rund 15 Jahre dauert der Abbau eines Meilers. Jedes Bauelement muss einzeln auf Radioaktivität überprüft werden. Die größte Herausforderung, die Suche nach einem Atommüllendlager. Der radioaktive Abfall wird noch für 30.000 Generationen gefährlich bleiben. Doch kaum sind die Atomkraftwerke vom Netz, will Bayern nun alleine weitermachen. Bayern fordert deshalb vom Bund eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft. Solange die Krise nicht beendet und der Übergang zu den Erneuerbaren nicht gelungen ist, müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen. Doch nicht nur der bayerische Ministerpräsident ist skeptisch, was die zukünftige Stromgewinnung angeht. Das sind jetzt drei Anlagen, die versorgen 10 Millionen Haushalte mit CO2-armem Strom.
Und das ersetzt man nicht einfach so mit Energie, die mal heute kommt und mal morgen, sondern das muss mit gesicherter Leistung ersetzt werden. Und das wird voraussichtlich Kohle und Gas sein. Und das ist natürlich für die Klimabilanz unserer Elektrizitätswirtschaft, ist das schlecht. Kernkraftgegner feierten dagegen den historischen Schritt mit Abschaltfesten. Sie haben erreicht, wofür sie jahrzehntelang gekämpft haben. Man merkt es schon im Beitrag, die Abschaltung der Kernkraftwerke in Deutschland sorgt im Land für reichlich Diskussionen. Meine Kollegin Katja Losch hat mit CW-Meinungsforscher Gerrit Richter auf die Meinungsverteilung im Land geschaut. Im Studio ist Gerrit Richter, Geschäftsführer des Meinungsforschersinstituts CW. Und ihr habt nachgefragt, glauben denn die Menschen im Land, dass dieser Atomausstieg tatsächlich endgültig ist? Oder wird Deutschland vielleicht doch eines Tages wieder zur Atomkraft zurückkehren? Ja, genau, das haben wir die Deutschen gefragt. Glauben Sie, dass dieser Atomausstieg, der jetzt verkündet wird, wirklich definitiv ist, endgültig? Und wie wir auf der Grafik sehen, die Deutschen sind da sehr, sehr skeptisch. 60% der Deutschen, 6 von 10, glauben, nee, eines Tages wird die Atomkraft, der Atomstrom zurückkehren nach Deutschland. Nur etwas mehr als ein Drittel sagt, das ist endgültig, der endgültige Ausstieg aus dieser Form der Energiegewinnung. Wenig überraschend, unter den Parteianhängern sieht es so aus, dass es eigentlich nur die Anhänger der Grünen sind, die davon mit einer ganz großen Mehrheit von 90% überzeugt sind, dass der Ausstieg definitiv ist. Alle anderen sind da skeptisch oder zumindest unentschlossen. Jetzt will ja Deutschland nicht nur aus der Atomenergie aussteigen, sondern demnächst auch aus Kohleverstromung oder Kohlenutzung. Was glauben denn die Befragten, ob Deutschland dann seinen Energiebedarf noch selbst decken kann? Ja, wir haben die Deutschen einmal gefragt, genau das. Glauben Sie, dass nachdem Deutschland aus der Atomstrom und aus der Kohleenergie ausgestiegen ist, seinen Strombedarf noch decken kann? Wenig überraschend, wenn man die vorige Umfrage in Bezug setzt. Hier glauben 67% der Deutschen, fast 7 von 10, dass Deutschland nicht mehr in der Lage sein wird, seinen eigenen Strombedarf zu decken. Das ist natürlich, wenn man sich überlegt, dass Deutschland ein Industrieland ist, aus demoskopischer Sicht überraschende Aussage. Wieder das gleiche Bild. Eigentlich sind es nur die Anhänger der Grünen, die glauben, wir schaffen das auch ohne Atomstrom und ohne Kohleenergie. Dann fragen wir doch mal nach, was die Bundesregierung dazu zu sagen hat. Und zwar bei meinem Kollegen Christian Beifuß für uns vor dem Kanzleramt in Berlin. Wie will denn die Bundesregierung in Zukunft die Energieversorgung Deutschlands sicherstellen? Na, zum einen ist ja mal klar, wir haben jetzt dieses Gesetz, das ja noch die Vorgängerregierungen gemacht haben. Und das gilt und das wird jetzt umgesetzt und daran wird hier vorerst ja auch niemand rütteln. Es gab dann innerhalb der Ampel natürlich die Auseinandersetzung darum. Wir haben das ja schon erwähnt gerade. Jetzt ist es aber in die Tat umgesetzt worden oder es wird jetzt abgeschaltet. Und wenn wir mal darauf schauen, wir haben bei den AKWs zuletzt so ungefähr 6% noch den Anteil am Strommix gehabt. Das klingt jetzt erstmal nach gar nicht so viel. Aber wir brauchen natürlich 100%, denn keine Ahnung, auf Sylt oder in Castrop-Rauxel, wenn da das Licht ausgeht, das will ja auch keiner. Also wir brauchen 100%. Wir brauchen sogar ein bisschen mehr, denn wir brauchen ja Reserven, wenn mal irgendwo irgendwas klemmt und nicht so kommt. Das heißt, die Leute, ja, sind sicherlich verunsichert, aber die Bundesnetzagentur sagt, nein, müssen sie nicht sein. Alles ist stabil. Es gibt auch private Netzbetreiber, die sagen, macht euch keine Sorgen, das klappt schon mit dem Strom. Aber die Wirtschaft beispielsweise sagt, nee, wir machen uns da schon Sorgen. Das sind ja auch preisliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Denn Atomstrom ist zumindest jetzt in seiner Anwendung relativ preiswert. In der Entstehung, im Bau der Kraftwerke war er natürlich überhaupt nicht billig. Aber jetzt ist er eben relativ günstig für die Wirtschaft. Also, das Einzige, was bleibt, ist in der Tat jetzt der volle Ausbau der Alternativen. Energien. Darauf wird die Bundesregierung jetzt auch setzen. Das ist ja auch die Vereinbarung in den Koalitionsverträgen. Das ist so besprochen worden. Das muss jetzt dann allerdings auch gemacht werden, denn ansonsten wissen wir alle nicht so genau, was passiert. Allerdings sitzt in der Ampelkoalition ja auch die FDP und die möchten sich eigentlich noch nicht so gerne endgültig verabschieden von der Atomkraft. Die sagt, lass uns noch ein bisschen warten mit dem Rückbau von Atomkraftwerken, damit wir sie eventuell dann doch wieder reaktivieren können. Was sagen denn die Deutschen dazu? Die Deutschen sagen mit ganz großer Mehrheit exakt das Gleiche. Wir haben die Deutschen gefragt, sollte man mit dem endgültigen Rückbau der Atomkraftwerke vorerst abwarten? Und 72% der Deutschen, also mehr als 7 von 10, sagen, ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, lasst uns abwarten, wir wissen nicht genau, ob das gelingt. Wieder das gleiche Bild wie bei den vorherigen Umfragen. Es sind eigentlich nur die Anhänger der Grünen, die eine andere Meinung hier haben. Die meisten anderen Parteianhänger sind sich hier einig, abwarten, vorsichtig sein.
Kommen wir noch zu dem vielleicht wichtigsten Punkt für viele, nämlich die Preise. Werden die Energiepreise in Zukunft dann doch wieder fallen, merklich vielleicht sogar unter das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg oder doch wieder steigen? Was erwarten die Befragten da? Ja, das ist jetzt der eindeutigste Chart für heute. Nämlich wir haben gefragt, werden die Energiepreise im Zuge der Energiewende in den kommenden Jahren eher steigen oder fallen? Klare Sache für die Deutschen, 75% der Deutschen sagen, die Preise werden steigen. Nur eine ganz kleine Minderheit hier von 11% ist überzeugt, dass sie fallen werden. Und selbst bei dieser Umfrage sagen jetzt sogar die Anhänger der Grünen, wir rechnen mit steigenden Energiepreisen. Das geht wirklich quer durch die Gesellschaft. Darauf stellt man sich jetzt ein, Energie wird teurer werden. Gerrit Richter von CBR, vielen Dank für dieses Meinungsbild. Sehr gerne. Und damit zum Sport. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen Trainer Sandro Schwarz entlassen. Und der Nachfolger steht offenbar auch schon in den Startlöchern. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Pal Dardai bis zum Saisonende übernehmen. Es wäre das mittlerweile dritte Comeback als Trainer für die Hertha nach 2015 und 2021. Sandro Schwarz hatte mit seinem Team in den letzten 6 Spielen keinen Sieg mehr geholt. Die alte Dame steht 6 Spieltage vor Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz. New York hat ja angeblich genauso viele Ratten wie Einwohner und genau deswegen kommt unsere gute Nachricht für diesen Tag aus dem Big Apple. Dort wird nämlich künftig diese Dame, die wir Ihnen jetzt zeigen, Kathleen Corradi, der Plage zu Leibe rücken. Die ehemalige Grundschullehrerin und Expertin für Abfallwirtschaft ist ab sofort offizielle Kammerjägerin der Stadt, die jetzt die Nagerplage stoppen und für mehr Sauberkeit auf Straßen und in den Parks sorgen soll. Kosten dafür umgerechnet 140.000 Euro im Jahr. Ein absolutes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass die Stadtverwaltung von New York bereits viele Millionen Dollar ausgegeben hatte, um die Rattenpopulation einzudämmen. Vielleicht klappt es ja dieses Mal.